Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Monkey Island. Ich habe jetzt hier mal alle möglichen Items aus dem Inventar durchprobiert bei den Typen, aber irgendwie scheinen die auf nichts anzusprechen. Mal, war hier gerade was? So, das waren die Geier. Und deswegen können wir jetzt eigentlich fürs Erste, da im Dorf jetzt hier nichts mehr zu machen ist, mit dem Bananengreifer können wir irgendwie nichts anfangen, können wir eigentlich nur jetzt probieren, ein bisschen nochmal die Insel zu erkunden, ob ich irgendwas übersehen habe. Und weil ich jetzt eh schon wieder so lange rumsuche, habe ich mir gedacht, darf ich mir wieder ein Tippchen gönnen. Ob es wohl eine Möglichkeit gibt, noch mehr Bananen von diesem Baum zu holen. Okay. sollen wir das irgendwas sagen? Heißt ja nicht. Ist ja irgendwie so wenig ausschlaggebend. Landen wir erstmal auf dem Strand. Dann können wir uns weiter umsehen. So, hier war die Lichtung. Ach ja, hier war der... Hier war der Affe, oder? Genau. Ich glaube, hier hatte ich schon alles so weit ausprobiert. Dem Affen komme ich ja nicht rein. Alles, was irgendwie Sinn ergibt, habe ich hier schon, glaube ich, mal probiert. War ja fleißig. Dann gehen wir doch lieber hier entlang. Und bei dem Fluss war nur noch jetzt eh nichts mehr im Prinzip. Teich? Genau. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dem jetzt verwenden könnte. Könnte dem eine Banane ins Gesicht drücken. Wo man die nicht verwenden kann, egal. Und haben wir das ja auch nicht. Komisch. Sie ist ja schon tot und ist trotzdem noch so wählerisch. Manchen Leuten kann man es nicht recht machen. Flussgabelung. Boy, sure is hot here. Jetzt rinnt hier schon überall das Wasser. Und anstatt dass er mal kurz reingeht und sich abkühlt, nein, es ist so heiß hier. Immer nur ungeduldig, der Kerl. Unzufrieden. So. Ungeduldig vor allem. So, das Ding. Warte mal, das war irgendwie das Kunstwerk, oder? It's either an incisive representation of the futility of man, or it's a log in a couple of rocks. Ich würde gerne wissen, wie man das abschießen kann. Warte mal. Nutzen kann ich das nicht, oder? That doesn't seem to work. Geben ergibt irgendwie keinen Sinn. Nehmen? I can't pick that up. Das wäre ein bisschen ein großer Stein. Wir sind wir da, obwohl wir schon so gewisse andere Sachen im Inventar haben. Ich will jetzt nicht auf eine Kanonenkugel zeigen. Ich möchte nicht, man zeigt nicht mit nackten Bananen auf Kanonenkugeln. So heißt doch das Sprichwort. Untersucht haben wir ihn gerade, kann ich das öffnen? It doesn't seem to open. Das ergibt eigentlich keinen Sinn, aber egal. That doesn't seem to work. Reden? Sehr gesprächig. Schieben. Ah! Oh. Ah. Huh? Okay. Kann ich das... Ach, sieh an, wenn man hier auf den Rand geht, dann steht da sogar ziehe und schiebe. It won't go further. Hier kann ich es immer weiter ziehen. It won't go further. Das Problem ist, er zieht hier und schiebt hier. Das heißt, letztendlich geht es immer in die gleiche Richtung. Ah, okay. Wenn man den Befehl umdreht, dann macht er auch die andere Bewegung. Okay, jetzt kann ich das irgendwie ausrichten. Dann muss ich das nur noch irgendwie abschießen. Mal den Stein, was wir vorhin runtergeworfen haben. Der ist ja nicht mehr da. Kann man nicht irgendwie bei dem... Ich sehe nichts Besonderes. Wirf mal eine Kanonenkugel da rein. Auf einmal explodiert alles und die Steine fliegen durch die Gegend. Kann ich den nehmen? I'll just put it here. Das erklärt natürlich einiges. It's the same rock I put there. Ja, kann ich den jetzt wegschieben? Benutzen? That doesn't seem to work. Ich ziele auf diese Palme, oder? Und mal schiebe, oder? Boah, der ist... war gar nicht so schlecht. Bisschen weiter... in die Richtung. Geht, glaube ich, gerade eh nur in eine Richtung. Weil ich es so weit in eine Richtung gezogen habe. Genau. Nehmen wir mal... Ziehe... zweimal... in die Richtung. Eigentlich wäre es klüger einmal nur, aber... probier es jetzt direkt zweimal. Ich will hier den Profi spielen.
Ja, ist so langweilig hier. Eins nach dem anderen ausprobieren. Dann, so schafft's dann jeder. Ich will das direkt berechnen. Und das sitzt jetzt 1A. Das war ganz knapp. Ah, Hilfe. So. Nochmal, nochmal, nochmal. Komm. Komm, einmal noch, einmal noch. Auf die Seite stellen. Ziehe. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Das war schon ziemlich knapp. Gerade eben. Es war wirklich nur Millimeter entfernt. Zumindest auf meiner Ansicht. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich ein paar Kilometer, aber egal. Schieben. Komm, komm, komm. Perfekt gezielt. Und. Ja, fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Wow. Looked like it hit the big banana tree on the beach. Hey. But the odds against that are incredible. Gut, dass wir so ein Glücksbild sind. Okay. Hier mein multifunktionales Katapult oder was? Ach so, der. Warte mal, hä? Wo kommt denn eigentlich der andere Stein immer her? Ach so, warte mal. Der landet da unten, dann fliegt der hoch und dann schießt er den anderen los erst. Den, was ich runtergeworfen habe. Deswegen funktioniert das auch immer wieder. Ist der raffiniert. Boy, sure is hot here. Der hat hier was gegen die Hitze und es nervt mich, dass er da was dagegen hat. Weil er immer wieder nervt. So, auf einmal ernst. Weil er immer wieder nervt, dieser Mistkerl, elendig. So. Wir kriegen jetzt Bananen, oder was? Unmengen an Bananas. Ja, zwei Stück. Das ist der Hammer. Ich bin sprachlos. Und vier Bananen machen jetzt den Unterschied. Kann ich die miteinander kombinieren? Da kann ich denen jetzt frische Bananen geben oder was? Das könnte sogar sein. Die benutzten wollten sie ja nicht. Vielleicht wollen sie die frischen haben. Das muss ich jetzt mal probieren. Aber woher erkennen die, dass das neue Bananen sind? Das ist natürlich die Frage. Haben die markiert? Vorhin? Das sind ja ganz kluge Leute hier. Komm, schwimm ein bisschen schneller. Hopp, 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 hopp. Hau rein. Ganz, ganz schnell, 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 schnell. Los, 1, 2, 3, 4. Jetzt fehlt so die Trommel. Trommelmusik. Mit Trommeln geht Rudern immer schneller. Deswegen sieht man auf den alten Ruderschiffen, bei den Römern oder so, gab es immer einen Trommler, der den Takt vorgibt. Dann arbeiten die Leute irgendwie besser. Klingt komisch, ist aber so. Es hilft auch bei normalen Arbeiten. Wenn man sich einen Takt macht, irgendwie, dann kann man in einem schönen Rhythmus arbeiten. So leichter. So. Don't eat me. I'm a mighty pirate. Yeah, yeah, we know. We'll give you one more chance to trade something of yours for your freedom. Well. So, probieren wir es mal. Wir haben wunderschöne neue Bananen. Gib. Do you really think we want that after you've had your grubby paws all over it? Do you really think Komm. We want that after you've had your grubby paws all over it? Ich habe vier Bananen. After you've had your grubby paws Ma! Do you really think we want that after you've had your grubby paws all over it? Kann den überspringen? Obviously you have nothing for us. Anscheinend nicht. Okay, gehen wir halt wieder rein. Hä? Warte mal. Muss er die in die Obstschale legen oder wie? Ich würde es ja gerne irgendwie kombinieren. That doesn't seem to work. Aber ich kann die leider nicht kombinieren, das ist das Problem. Gib Banane an. That doesn't seem to work. Irgendwie einen ganzen Knöll zusammenkriegen. Den ganzen. Wer heißt das, wenn alle Bananen zusammenhängen halt? Ich kann die nicht benutzen, das nervt mich voll. Nehmen ist auch das Falsche. Kann ich die jetzt nicht an den Steinkopf geben? Kann ich ja nicht mal an die Obstschale geben. Fange ich denn jetzt mit den Bananen an? Jetzt habe ich endlos viel Bananen, aber ich kann damit nichts anfangen.
Go ahead and eat me. See if I care. Hey. Die wollen eh nicht mit mir verhandeln, deswegen lassen wir es gleich. Kann ich da nicht Bananen reinlegen? Bestimmt lecker. Eine Schale mit Knochen und Bananen. Aber mich nervt das, dass ich die Bananen nicht benutzen kann. Ganz eigenartig. Nimm. Benutze auf. Was bringt mir der Bananenpflücker eigentlich? It says, if found, please return to Herman Tuthrock. Also wirklich, helfen tut mir der ja nicht. I might fit through that hole, but I don't think this banana picker will. Ja, dann lass ihn halt da. Okay. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen überfragt, was ich jetzt noch tun sollte. Ich dachte jetzt eigentlich, mit den Bananen könnte ich was anfangen. Jetzt habe ich immerhin so viel Stück. Könnte jetzt noch einen Tipp verwenden, aber das wäre jetzt schon wieder ein bisschen früh. Warte zumindest noch bis zur nächsten Folge. Nein, ach, ich wollte ins Boot einsteigen. Das Boot und jetzt schieße ich dann nochmal drauf. Schauen, ob man das nochmal machen kann. Vielleicht kommen ja noch mehr Bananen raus. Einfach eine unendliche Bananenquelle. Ich könnte auch theoretisch den Affen füttern, bis er einfach dick und fett wird. Und dann keine Ahnung was macht. Ob jetzt hier am besten die Lösung ist, ist natürlich fragwürdig. Und ob das so lobenswert ist, wenn man einen Affen mästet, noch mehr. Ja, man kann es ja mal probieren sonst. Auf jeden Fall werde ich jetzt zuerst mal hier probieren hochzugehen. So, der ist noch perfekt eingestellt. Ist immer schön. Einmal hochklettern. Schauen, ob ich jetzt überhaupt nochmal machen kann. Das Ganze. So, nehmen. Hier hinsetzen. Schieben. Wo schießt er jetzt wieder auf die Palme, oder? Oder knapp daneben wahrscheinlich. It came close, but I don't think it'll hit it again. Ja, es war klar. That shot was one in a zillion. Also, waren das jetzt die einen Bananen? So wie der eine Ring aus Herr der Ringe, die einen Bananen, sie zu knechten. Ah, komisch. Was kann ich denn mit Bananen dann machen? Sind das irgendwelche Zauberbananen, die dem Affen besonders gut schmecken? Zum Beispiel. Warte mal ganz kurz. Ich speichere hier mal zwischendrin kurz rein, weil wenn ich jetzt die an dem Affen verfüttern und das überhaupt nichts bringt, ist das auch blöd. Ich weiß nicht, was es mit dem Affen auf sich hat. Das habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Gib ihm ein paar leckere Bananen. Jetzt folgt er mir. Könnte ich dem noch mehr Bananen geben? Könnt ihr den Bananen ohne Ende geben? Nein, keine Kanonenkugel. So. Kann ich mit dem irgendwas machen? Kann ich den nicht mal untersuchen, den Affen? Ist ganz eigenartig. Der ist einfach nur da, um meine Bananen wegzufressen. Gib. So. Jetzt ist er vollgefressen. Jetzt müsste er mir eigentlich eine Ewigkeit lang folgen. Läuft mir nur ein bisschen hinterher. Soweit ich in einem anderen Gebiet bin, ist es eh schon wieder vorbei. Mit dem ist der auch blöd. Müsste vielleicht das Papier mitnehmen. Aber ich krieg das nicht weg, oder? Ich kann es ja nicht rausschlagen. Das habe ich ja schon probiert. Auch nicht mit dem Klammerding hier. Hm. Weil dann hätte ich gesagt, dass ich die einfach zu der Petition, zu der Versammlung schicke. Und die mich dann in Ruhe lassen. Aber irgendwie kann ich das ja nicht nehmen. Ich hätte den untersuchen. Jetzt geht er hin, oder? Nö. Aber ich kann das leider nicht mitnehmen. Ich kann es nochmal probieren, aber. Okay, er will es nicht mitnehmen. Das ist natürlich nochmal was anderes.
So, 15 Minuten sind um. Wahrscheinlich ist es noch keine zweite Folge, egal. Ah, verfolgt er. Hä? Hä? Jetzt folgt er mir, oder was? Jetzt so. Voll und ganz? Ganze Zeit? Ach, tatsächlich! 4 Bananen ist die magische Zahl. Warte mal, kann ich mit dem jetzt ins Boot auch gehen? Das will ich jetzt wissen. Ist der im... Wie weit kommt der mit? Das ist jetzt natürlich die Frage. Nö, der kommt hier nicht mit. Es muss schon hier irgendwas hier sein. Irgendwas im unteren Bereich, wo ich nicht mit dem Boot hinkomme.